Herr Söder, Außenpolitik, das Schwergewicht und das wichtigste Thema auf diesem Parteitag, neben dem Grundsatzprogramm, das wird ja nachher noch debattiert. Manfred Weber, der auch in der Antragskommission ja beteiligt war an diesem Leitantrag, hat gesagt, gerade beim Thema Waffenlieferung, Waffen, 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 ist der Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik aufgrund des Krieges in der Ukraine weitreichend genug? Zunächst mal hat es sehr lange gedauert, bis es eine Entscheidung im Bundestag gegeben hat. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum bei einer so zentralen Entscheidung die Deutschen ja spaltet, wenn wir ehrlich sind. Die Meinungen sind ja da geteilt, warum der Bundeskanzler zu dem Zeitpunkt in Japan war. Ich weiß, es sind schwere Entscheidungen, man muss vieles machen, aber man muss dem deutschen Volk auch erklären, was wir tun und warum wir das tun. Ich glaube, dass Waffen zu liefern wichtig ist. Wir müssen aber auch gleichzeitig aufpassen, dass wir uns nicht selbst in den Krieg hineinreden. Wenn ich sehe, wie Anton Hofreiter jetzt erneut fordert, neue Panzer, neue Waffen. Also ich finde, ja, genauso viel wie die Bündnispartner. Aber ein deutscher Sonderweg ist falsch, wenn es zu wenig sind. Ein deutscher Sonderweg ist aber auch falsch, wenn man an der Stelle jetzt Übersprungshandlungen macht, so wie Teile der Grünen. Sie haben natürlich auch den Bundeskanzler hier in der Rede aus Sicht CSU-Parteivorsitzender kritisiert, die Sie jetzt gerade gehalten haben. Aber das Thema Waffenlieferung, was Sie gerade ansprechen, ist ja ein elementares. Braucht es nicht auch einen stärkeren Lerneffekt als da, wo wir jetzt gerade in der Bundesrepublik bei dieser Debatte sind? Mehr Churchill als Chamberlain? Ich weiß nicht, ob die Einordnungen da richtig sind. Ich finde, solche Vergleiche können immer sehr schwer dann in die Sackgasse führen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir unseren Beitrag leisten müssen. Erkennbar die SPD ja ein Russland-Problem. Man kann es ja jeden Tag spüren. In Mecklenburg-Vorpommern verschwinden Akten. Der Altbundeskanzler gibt eine erbärmliche Figur ab, Gerhard Schröder. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Und der Bundeskanzler ist offenkundig gedrängt worden zu den Entscheidungen. Das ist das Eigentliche, was ich so schwierig finde. Man kann für beides sein, man kann sich für oder gegen so eine Entscheidung wenden, aber nicht, dass dann sozusagen über FDP und Grüne das geprägt wird und der Bundeskanzler weitgehend sprachlos ist. Das ist das, was auch die Menschen verunsichert, weil sie wollen eine Perspektive haben und sie wollen wissen, was ist der Weg dieser neuen Regierung. Na gut, aber Sie kritisieren klar die Regierung, das ist selbstverständlich aus Sicht der Opposition. Inwieweit ist dann aber auch die Haltung Ihrer eigenen Partei in den letzten Jahren schwierig gewesen? Ich erinnere mich da an Reisen beispielsweise von Ihrem Vorgänger, Herrn Seehofer, Ministerpräsident von Bayern, damals nach Russland beim Thema Gaslieferung. Das Verteidigungsministerium war ja 16 Jahre lang in Unionshand. Und wenn wir jetzt gerade sehen, die Thematik beispielsweise von viel Schrott bei den Truppen ist ja eins, was jetzt versucht wird zu beheben. Also auch ein Stück weit vielleicht selber auf dem russischen Auge blind gewesen, auch innerhalb der Union? Ich glaube nicht, dass man sagen kann. Schauen Sie, ich würde auch Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel nie einen Vorwurf machen, denn die haben beide versucht, Frieden zu halten und haben es auch geschafft, über viele Jahre Frieden zu gewährleisten. Wir waren halt nach dem Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland abhängig, weil wir eine Brückentechnologie gebraucht haben. Und es war eben einfach Gas. Der Fehler ist, glaube ich, insgesamt in der deutschen Energieversorgung, dass man nur auf Russland setzt und sich nicht breiter aufgestellt hat. Das ist, glaube ich, sowieso die Lehre aus all diesen Fragen. In jeder Form breiter aufstellen. Nicht immer nur einen, sondern viele Partner haben. Ich persönlich hatte auch mal eine Einladung zu Putin bekommen. Ich habe mich da gar nicht drum bemüht. Ich gehöre zu den ganz wenigen deutschen Politikern, die eigentlich gar nicht wollen. Ich habe eine Einladung bekommen. Und dann hat damals Angela Merkel gesagt, da musst du fahren, wenn du eine Einladung bekommst. Ich war dann da und es war ein höfliches Gespräch, aber ohne große Substanz. Allerdings hätte auch ich nicht gedacht, zu was Putin und zu was die russische Regierung jetzt allen fähig ist. Darum sage ich auch ganz offen, müssen wir auch bedenken, auch bei allen Waffen, die wir liefern, dass die Hilfe des einen ist, aber ein direkter Kriegseintritt Deutschlands, das kann keiner wollen und es wäre auch für Deutschland gefährlich. Sie haben es gerade selber angesprochen, das Thema der Energieabhängigkeit ein ganz zentrales. Das hatten Sie in Ihrer Rede auch gerade noch mal ins Zentrum gerückt, beispielsweise beim Thema, diese Abhängigkeit zu begrenzen, indem man gerade spannt diese Woche in Bayern Bewegung, beim Thema Windkraft. Sie haben hier von Solarenergie gesprochen. Da hat in der Vergangenheit Bayern, da hat auch die CSU, so habe ich es wahrgenommen, an einigen Stellen auch gebremst. Kommt jetzt hier die Offensive? Also wir sind bis auf den Wind überall die Nummer eins bei erneuerbaren Energien in Deutschland. Ich weiß, das wird immer nicht so wahrgenommen, ist tatsächlich so. Bei Sonne, bei Wasser, bei Geothermie und Biomasse. Bei Wind liegen wir weiter hinten, aber noch vor Baden-Württemberg, um mal die Relation zu sehen. Ich glaube, wir brauchen einen kompletten erneuerbaren Energieausbau. Das sind die Stromleitungen. Da muss der zuständige Stromleitungsminister, das ist Herr Habeck, Dampf machen, damit die Stromleitungen gebaut werden können. Erneuerbare Energien ausschöpfen, wo es geht. Ja, wir haben uns beim Wind jetzt sehr deutlich bewegt. Aber was uns ein bisschen verstört, ist, dass gleichzeitig, während wir Wind ausbauen sollen, Solar machen wir sowieso, da sind wir eh weit vorne in Deutschland, weil im Süden einfach mehr Sonne ist. 40% der Solaranlagen sind überhaupt in Süddeutschland.
dass dann bei der Wasserkraft plötzlich die kleinen Anlagen abgestaltet werden können, dass bei Biosprit, also Biomasse, das gekürzt werden soll. Sie kennen noch dieses Hin und Her bei der KfW-Sanierungsprogramm für energetische Sanierung. Irgendwo entsteht der Eindruck, dass bei der Bundesregierung zwei so, soll ich sagen, Denkmuster bei erneuerbaren Energien sind, gute und böse, und es ist sehr ideologisch. Und das ergänzt sich dann bei der Atomdebatte. Ich will nicht, dass wir ewig die Kernenergie behalten. Aber macht es einen Sinn, bei ohnehin entstehenden riesigen Energielücken das vergrößern, indem wir noch aus der Kernkraft aussteigen, zumindest für die nächsten 2-3 Jahre, wo es um 10 Millionen Haushalte geht, die versorgt werden. Also ich finde, es ist in Berlin nicht ganz stimmig und darauf weist man hin. Gleichzeitig aber gehen wir bei uns, machen wir uns kein Vollgas mehr. Aber wir machen sehr viel, um die Erneuerbaren auszubauen und damit mehr Selbstversorger als bisher zu werden. Also Ausbau der Erneuerbaren, aber gleichzeitig eine Forderung jetzt von Ihnen, auch die Atomkraft dann auch zu nutzen, da wo sie noch notwendig ist, jetzt gerade aktuell. Ich hatte Ihren Parteikollegen Herrn Mayer, den Generalsekretär, vorhin gefragt, ob beim Thema Tempolimit beispielsweise ja auch vielleicht ein ideologischer Zopf zu kappen ist. Ist das etwas, wo die CSU vielleicht auch sagt, okay, wenn wir die Energiesicherheit gewährleisten wollen, ist das zum Beispiel auch ein Beitrag, den Bürgerinnen und Bürger leisten können? Sagen Sie wahrscheinlich nein. Glauben wir wirklich, dass mit dem Tempolimit jetzt... Na, 3-5% sagen die einen oder anderen Institute. Sagen einige, andere bestreiten es. Ich kenne die ganzen Argumente. Frieren für den Frieden, dicke Pullis, Saunas abschaffen, einen Raum beheizen. Sorry, das ist doch geradezu absurd. Ich sag's mal für Bayern, ja. Wir haben Energiehunger. Wir haben die meisten digitalen Unternehmen hier. Die großen digitalen internationalen Champions wie Microsoft, Google, Amazon oder auch jetzt Apple kommen neu zu uns. Wir haben die meiste Elektromobilität in Deutschland, mit Abstand übrigens, weit vor allen grünen Ländern. Sorry, da kann ich nicht einfach nur mit Tempolimit Pulloverstricken agieren. Da braucht schon ein anderes Energiekonzept. Das Tempolimit ist umstritten, das stimmt. Wir sind skeptisch dagegen. Andere haben es seit den 80ern befürwortet. Ich glaube, da braucht es cleverere Konzepte als jetzt wieder irgendwelche Verbote. Also da gehen Sie nicht ran. Sie haben auch gerade in Ihrer Rede vorhin gesagt, ganz zentral, das hat man schon bemerkt, setzen Sie sich schon viel Gutes natürlich an Bayern, auch schon ein Stück weit damit auseinander, was 2023 ist, nämlich die Landtagswahl. Sie wollen wiedergewählt werden, haben deutlich gemacht diese Woche auch nochmal in einem Interview bei Zeitungskollegen, dass Sie in Bayern jetzt natürlich auch ganz stark sein wollen und auch den Wahlkampf führen wollen. Da ist noch ein bisschen Wasser, was den Rhein runterfließt. Aber Sie haben auch erwähnt, dass Corona ein Thema ist, was letztendlich auch noch die Bundesbürger beschäftigt. Nächste Woche die Ankündigung der Gesundheitsminister beispielsweise im Thema Quarantäne auf 5 Tage zu gehen, wie bisherig, waren ja viel länger. Auch die Quarantäne, nämlich 10 Tage, 7, gab es ja das Modell. Sie waren immer im Team Vorsicht. Kommt das jetzt zum richtigen Zeitpunkt? Wir waren immer im Team Vorsicht, das bleibt auch, aber auch im Team Augenmaß. Was heißt, Omikron ist nicht vergleichbar mit Delta. Wir waren stark betroffen im Dezember, Krankenhäuser waren voll, da mussten wir andere Maßnahmen treffen. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass es gar keine Maßnahmen mehr gibt. Das ist, die Länder können gar nichts mehr machen. Es ist ja dieses Absurde an der Corona-Politik des Bundes. Wir haben einen Bundesgesundheitsminister, den ich persönlich eigentlich schätze, aber der das komplette Gegenteil jeden Tag verkündet von dem, was er tut. Ich weiß nicht wirklich, was die Position des Bundesgesundheitsministers im Moment ist. Was ist Ihre? Meine Position ist, dass wir die Krankenhauszahlen beobachten. Die Krankenhauszahlen sind sehr, sehr stabil. Und das heißt, wir können mehr, haben mehr Möglichkeiten. Wir können mehr Lebensfreude zulassen. Der Münchner Oberbürgermeister hat jetzt entschieden, das Oktoberfest zu machen. Wir hatten ihm das auch empfohlen. Er hat 3-mal mit Lauterbach dazu telefoniert. Hätte auch einen Anruf bei uns gereicht, denn im Moment ist die Lage so, dass man das wirklich machen kann. Was mir am meisten wundert, ist, dass Lauterbach keinen Vorschlag macht und auch der Bund nicht, wie man im Herbst auf etwas reagieren kann. Also andere Impfanreize zu setzen, nachdem die Impfpflicht gescheitert ist. Pflege- und Krankenhäuser noch einmal zu stärken, wo ja im Moment eher wegen der Impfpflicht nur für Pflegekräfte jetzt, wir da eher einen Verlust an Personal haben. Also da gäbe es eine Menge zu tun, anstatt die Länder zu kritisieren, die jetzt einfach überlegen, wie es praktisch umsetzbar ist. Ja, und noch hat der Gesundheitsminister von Bayern ja da und Vorschlagsrecht als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, Herr Holleschek. Ist er leider nicht mehr ganz. Aber wir werden das weiter beobachten. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Markus Söder, der Parteivorsitzende der CSU und Ministerpräsident von Bayern. Herzlichen Dank.